Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Heute widmen wir uns den High-End Gaming PC Engineer X10, wie versprochen. Es waren mehrere Leute, die danach gefragt haben, weil 2700 Euro ist natürlich schon eine Stange Geld. Deswegen, das ist jetzt die günstige Variante. Und wir starten direkt durch, aber eine Sache noch vorweg, bevor sich jemand fragt, also ich gucke mir meine Videos ja auch selber an und manchmal denke ich mir so, warum hast du eigentlich ein Headset auf? Als Erklärung, ich habe bei dem Headset mein Feedback, also quasi hier das Mikro und das leitet das ins Headset weiter, dann höre ich mich selber, dass ich nicht zu laut laber und außerdem sehe ich ohne Headset doof aus. Haben wir das also geklärt. So, okay, wir starten mal durch. Der ist verfügbar in 4 Tagen, 13 Stunden. Das Video wird heute Abend live gehen, das heißt, also in 4 Tagen glatt. 27.05., also ab Donnerstag nur online. Und ich werde euch schon mal jetzt sagen, das System wird schnell weg sein. Das ist bei diesen Medium-Systemen meistens der Fall, weil die eine gute Config bieten, tatsächlich. Wir haben es bei dem anderen schon gesehen, beim X20. Der hier, der ist jetzt ein bisschen günstiger, der wird noch schneller weg sein. Und dann starten wir mal durch. Hier haben wir einen Intel Core i7 11700 Prozessor. Der wurde jetzt erst im ersten Quartal 2021 released, ist die neue Serie. Und der ist ungefähr gleichzusetzen mit einem Ryzen 3700, eventuell sogar mit einem 5800. Ich habe bei Intel nicht so den Überblick. Ich habe mehrere Ranglisten durchgesucht und da steht immer nur der 11700K und der ist noch einen Ticken schneller. Der hier hat keinen freien Multiplikator, sprich ihr könnt ihn nicht übertakten, was ihr eigentlich sowieso nicht machen solltet bei solchen Systemen. Es sei denn, ihr kennt euch natürlich gut damit aus. Aber der reicht zum Zocken völlig aus. Der kostet bei Geißhals 326,05 €, wieder bei Mindfactory. Das ist das, was ich immer sage. Mindfactory hat meistens die günstigeren Preise. Also die günstigsten von allen. Das sind immer nur ein paar Cent. Hier seht ihr es, das ist ein 50 Cent Unterschied, aber die achten scheinbar drauf, dass sie in diesen Listen immer ganz weit oben erscheinen. Den packen wir so in den Warenkorb. Dazu Betriebssystem Windows 10 Home. Gut, haben wir auch rausgesucht, kennt ihr ja schon. Hier ist die Home-Variante 32/64-Bit. Ich sage es immer wieder, immer 64-Bit installieren, wenn ihr den neu aufsetzt, den Rechner. Und die kostet 26,94 € die Version. Bei MySoftware packen wir so in den Warenkorb. Jetzt kommt wieder der interessante Teil. Nirgendwo verfügbar, aber in diesem System ist er tatsächlich da. Nvidia GeForce RTX 3070 mit 8 GB DDR6 VRAM ist eine super Grafikkarte. Damit könnt ihr richtig was rocken. Es muss nicht die 3080 sein wie bei dem anderen PC, aber die 3070, die reicht völlig aus. Tatsächlich. Also ihr werdet die meisten AAA-Titel sogar damit dann in Full HD oder WQHD mindestens 60 FPS zocken können. Überhaupt kein Problem. Wenn ihr auf Full HD bleibt, auch 144 FPS, wer einen 144 Hertz Monitor hat, da ist es ganz wichtig, dass ihr kein Tearing habt. Also diesen, wie soll ich das erklären? Tearing ist, wenn ihr jetzt euch schnell dreht, um auf irgendwas zu schießen, habt ihr manchmal so Schlierenbildung. Und wenn die Grafikkarte mit den FPS nicht hinterherkommt bei einem 144 Hertz Monitor, passiert das gerne mal. Die ist, wie schon gesagt, aktuell nicht verfügbar. Das ist jetzt die Founders Edition. Ich weiß nicht, welchen Hersteller die verbauen. Es steht leider nicht dabei. Und es steht so einiges nicht dabei bei diesem System, was ich sehr schade finde. Kommen wir aber gleich noch zu. Derzeit keine Angebote. Der letzte Preis war so bei 1800 €. Das ist aber Quatsch. Ich blende euch hier mal die UVP ein. Die liegt so bei ungefähr 700 €. Wir rechnen gleich die 700 € mal drauf. Die werdet ihr für den Preis zwar nicht kriegen, aber wir müssen irgendwo realistisch bleiben. Der letzte Preis war hier irgendwo bei 1400, 1300. Das ist total unrealistisch. Das ist nochmal 100% Preisaufschlag. Das geht überhaupt nicht. Aber gut, ihr wisst Bescheid. Das packen wir jetzt so in den Warenkorb. Dann haben wir, wie in dem anderen PC auch, eine 1 TB PCI Express SSD. Dann nehmen wir wieder die Kingston A2000. Die ist wunderbar, auch PCI Express. Lesen 2200 MB die Sekunde, schreiben 2000 MB die Sekunde, reicht zum Zocken dicke aus. Wenn ihr erweitern wollt, könnt ihr hinterher auch noch eine normale SSD reinbauen oder eine HDD, wie es der andere PC auch hat. Die haben auf jeden Fall Platz im Gehäuse, das wird nicht das Problem sein. Packen wir für 84,90 € von Cyberport in den Warenkorb. Jetzt haben wir hier schon wieder so einen Punkt, das finde ich sehr schade. 32 GB DDR4 RAM mit bis zu 3200 MHz. Der RAM, die Größe, ist völlig in Ordnung. Die Taktung ist genau angemessen an den Prozessor. Denn dieser Prozessor unterstützt genau diese 3200 MHz. Aber bei dem anderen PC steht halt ein Hersteller mit dabei. Das war der Kingston HyperX Fury RGB. Hier lassen sie ihn weg. Das heißt, sie wissen wahrscheinlich, was sie verbauen. Ich glaube nicht, dass die da rumschwurbeln mit verschiedenen Herstellern. Es wird der G-Scale Aegis sein. Ich gebe euch Brief und Siegel drauf. Also wir suchen ihn jetzt auch so raus. Ist okay, 32 GB ist für so einen Preis echt top, muss man wirklich sagen. Aber ihr wisst, was ich von der Aegis halte. Ich persönlich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Kann natürlich sein, dass ich völlig falsch liege. Ich habe ihn aber zweimal bestellt, zweimal war er defekt. Muss ich nicht haben. Und nochmal sei dazu gesagt, ihr habt natürlich Garantie auf diesem PC und die werden den vorher testen. Aber wenn er mal flöten geht, wisst ihr Bescheid. G-Skill Aegis DIMM Kit 32 GB DDR4 3200, 154,85 €, wieder bei Mindfactory, packen wir so in den Warenkorb.
So, und jetzt wird's ganz interessant. Wir haben hier Intel Wi-Fi 6 AX201. Das ist nicht auf dem Board integriert. Das ist ein externer Chip, der auf dem Board draufgeschraubt ist quasi. Das kann man auch bei Notebooks machen zum Beispiel. Die haben auch so eine Funktion, bei den modernen zumindest. Das ist WLAN und Bluetooth. Ist geil, dass das hat, ist aber realisiert über eine Zusatzkarte. Und zwar ist das die hier, Intel Wi-Fi AX201 mit Bluetooth, pipapo, kostet 21,15 Euro bei Barrax, packen wir so in den Warenkorb. Und jetzt kommen wir direkt zum Thema. Das Mainboard wird nicht angegeben. Ich habe hier keine Informationen zum Mainboard. Ich habe mich schlau gelesen, ich habe mir Artikel durchgelesen von verschiedenen, also renommierten wirklich Webseiten und Zeitschriften, also Online-Zeitschriften. Ja, wir müssten da jetzt einfach mal ein Board nehmen, wo wir so Pi mal Daumen sagen können, dass es das sein könnte. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, welches ich da genommen habe. Das ist das Asus Prime H570M+. Das ist schon aus der 500er Serie, was den Chipsatz angeht, ist aber nur ein Micro-ATX. Ihr müsst euch so ein bisschen am Preis orientieren. Es kann sein, dass ein Board drin ist für 80 Euro. Es kann auch sein, dass ein Board drin ist für 150 Euro. Wir nehmen jetzt so mal die Mitte. Es kann jedes andere beliebige Board sein. Und das finde ich immer schade. Ich nehme gerne das Board auseinander. Und ich schimpfe auch gerne auf Mainboards. Wenn ich jetzt natürlich falsch liege und jetzt hier sage, boah, ihr habt keine Erweiterungsmöglichkeiten und ich hinterher falsch liege, ist das auch doof. Deswegen orientieren wir uns jetzt nur am Preis. Wir nehmen das Board nicht auseinander, um zu gucken, wie wir die erweitern können. Wobei das schon relativ gut ist, wenn es jetzt das wäre. Das ist okay. Ist jetzt nicht das High-End-Board, wie ich es mir gerne wünschen würde, aber wir packen es mal für 125,70 Euro in den Warenkorb. Ja, der Netzwerk-Controller, der 6-Kanal High-Definition-Audio, das ergibt sich alles aus dem Mainboard. Eine optische USB-Maus haben wir mit dabei, die haben wir im letzten Video weggelassen, weil der Preis einfach so hoch war mit 2.700 oder 2.800 Euro. Hier habe ich sie mal mit reingepackt. Wir nehmen da jetzt einfach mal eine Intertech Nitrox GT100 RGB-Maus. Sowas in der Art wird da drin sein. Das wird eine von Medion sein. Von Medion gibt es aber jetzt direkt keine zu kaufen, die in diesem Preissegment liegen von 20 Euro. Mehr ist es für mich auch nicht wert. Wenn ich zocken will, nehme ich eine eigene Maus. Für 8,49 Euro bei Mindfactory. Ihr könnt auch von mir aus hinterher noch 15 Euro draufrechnen, wenn euch das recht ist. Das macht den Braten dann aber auch nicht mehr fett. Packen wir so in den Warenkorb. Beleuchtetes Glasdesign. Ja, ihr könnt auch einfach hinschreiben, dass es ein InWin 301 ist. Wir nehmen hier zum Vergleich nochmal das Bild. Nehmt dieses Bild, auch hier vorne mit dieser Lichtleiste mit den Anschlüssen. Wir schauen uns jetzt das InWin an. Das InWin sieht einfach genauso aus. Hat hier oben diesen Griff, hat hier diese Leiste. Es ist genau dasselbe Gehäuse. Das können Sie ruhig dabei schreiben. Ich weiß gar nicht, was das soll. Gut, dann steht da nicht InWin, dann steht da Medion. Gut. Kostet tatsächlich 97,89 Euro bei Mindfactory. Dass das so teuer ist, das Gehäuse, das verstehe ich nicht. Ich hatte es noch nie in der Hand. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist, aber für das Geld kriegt ihr schon ein Be Quiet Gehäuse, ne? Egal, packen wir so in den Warenkorb. Weiter geht's. Optimiertes Kühlsystem, ja, ich weiß nicht, was daran optimiert ist. Ich weiß nicht, ob die Zusatzlüfter da reinknallen. Bei dem Prozessor ist es auch einfach so, dass die wahrscheinlich den Medion-Kühler nehmen, der ungefähr gleichzusetzen ist mit dem Intel-Lüfter. Man sieht es auch hier auf dem Bild. Zu dem Bild übrigens kein Fake, klare Sache. Bei Medion sowieso nicht. Das hier ist ein Medion-Lüfter, ich kenne die Dinger. Hier gibt es die Sand am Meer. Wir haben jetzt einfach mal den Box-Lüfter dazu genommen, der schon beim Prozessor mit dabei ist. Hier sehen wir es auch nochmal, der Intel Core i7-11700, der hat diesen Lüfter mit dabei. Gut, der von Medion ist beleuchtet. Ja, meine Güte. Wer Wert drauf legt, bitteschön. Aber die tun sich von der Kühlleistung nicht sonderlich viel. Jetzt fehlt uns natürlich noch ein Netzteil. Da muss ich mich ein bisschen an dem anderen PC orientieren und ich denke, die verbauen Seasonic. Deswegen nehmen wir jetzt auch ein Seasonic-Netzteil, was von der Wattangabe auf jeden Fall reicht für dieses System. Zumindest mit dieser 3070 da drin. Dann nehmen wir einfach das Seasonic Focus GX650W. ATX 2.4, was auch immer das zu bedeuten hat. Für 94,40 Euro bei Mindfactory, das packen wir jetzt so in den Warenkorb. Ich habe eh keine Daten dazu. Es steht auch in den Online-Artikeln, die wissen nicht, welches Board drin ist und nicht welches Netzteil. Das finde ich immer sehr schade. Kein Produktdatenblatt ist immer so eine Sache. Software, das hatten wir eben schon, Windows 10. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Microsoft 365, schmeißt es runter. McAfee LifeSafe, schmeißt es runter. Xbox Game Pass, 30-tägige Testversion, danach kostenpflichtig. Ja, benutzt diese 30 Tage. Der ist ganz nice, der Game Pass, aber passt auf, dass ihr nicht in so einer Abo-Falle landet. Ich weiß auch gar nicht, wie das da läuft, ob man da Geld aufladen muss oder so. Benutzt es mal, ist ganz schick. Könnt ihr die aktuellen Spiele mal mitzocken, so zum Testen, was das System so kann. Und wenn es euch gefällt, natürlich könnt ihr das abonnieren, aber sonst schmeißt es bitte runter und passt auf, dass ihr nicht in dieser besagten Abo-Falle landet. Das hier sind die Anschlüsse vom Gehäuse, die sind uninteressant. Abmessung und Gewicht, da sehen wir schon, der andere hatte 19 Kilogramm, der hat 12. Das ist halt die fehlende HDD, das ist die fehlende Wasserkühlung, klar. Braucht ihr auch jetzt nicht unbedingt eine Wasserkühlung bei diesem System. Wenn ihr wirklich Probleme habt mit Temperaturen, sagen wir jetzt mal, ihr sitzt im Dachgeschoss oder ähnlichem, dann müsst ihr euch halt mit Medion auseinandersetzen. Da ist das andere System schon wieder besser. Das wird auf jeden Fall nicht überhitzen mit der Wasserkühlung drin. Lieferumfang, High-End-Gaming-PC, das wissen wir. Eine Maus, die haben wir mit reingepackt. Netzkabel, freue mich immer wieder, seitdem ich diesen einen PC da drin hatte, ohne Netzkabel. Und eine Garantiekarte.
Okay, da kommen wir insgesamt auf 940 Euro. Jetzt müsst ihr aber beachten, da kommt noch die Grafikkarte mit der UVP von 700 zu. Und wir gucken uns nochmal die Liste an. Hier ist die SSD, hier ist der Intel, hier ist der RAM, hier ist die Grafikkarte, die aktuell keine Angebote hat. Das Asus Prime, wo ich nicht weiß, ob es wirklich das Board ist, weil leider keine Angabe dazu da ist. Der WLAN- und Bluetooth-Chip, die Maus, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. So, die 940 Euro plus die 700 ergeben 1640 Euro. Das System soll kosten 1499 Euro. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, wir sind von der UVP ausgegangen. Und es war die Founders Edition. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn die jetzt noch von Gigabyte oder Asus womöglich eine Grafikkarte verbauen. Die kann dann nochmal ein bisschen mehr kosten, je nachdem wie die Kühllösung ist. Dieses System lohnt sich. Die Konfiguration ist gut. Ich weiß nicht, ob der RAM von G-Skill ist. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch auszusetzen hätte. Das Teil, das rennt wie Sau. Ich mache jetzt auch keinen FPS-Test. Ich sage es euch jetzt so aus dem Bauch heraus. AAA-Titel, 60 FPS locker, 144 FPS wegen dem Monitor. Müsst ihr halt mal gucken, wie ihr die Grafik einstellt. Also wer wirklich ein System haben will, das ist wie dieses 1450-Euro-System mit AMD, was ich euch vorgeschlagen habe. Wenn ihr die Kohle habt und ihr wollt ein System, was jetzt nicht sonderlich zukunftssicher aufgestellt ist, aber was jetzt die Leistung bringt und in den nächsten 3 Jahren wahrscheinlich auch noch, dann das. Klare Sache. Ihr könnt nichts falsch machen. Ihr habt einen hohen Wiederverkaufswert, da ist eine 3070 und ein aktueller Intel drin. Wenn ihr jetzt sagt, nach 2 Jahren, ich möchte jetzt einen neuen, dann kriegt ihr den auf jeden Fall noch gut los. Ihr habt Garantie, also das Teil ist top. Brauche ich sonst nichts mehr zu sagen. Das ist wirklich gar kein Problem. Das ist wirklich selten, dass wir selbst mit der UVP der Grafikkarte über dem Preis liegen, den der Hersteller veranschlagt. Und das Teil, das kommt fertig installiert und zusammengebaut bei euch zu Hause an. Und ich gebe euch wirklich einen Tipp, seid schnell. Es ist bekannt bei Aldi und Medion-Systemen, dass die schnell weg sind, tatsächlich. Also ihr müsst euch wirklich hier erinnern lassen. Das werden viele nutzen. Hier unten ist sogar ein Countdown, das machen die nicht umsonst. Also, zum Aktionsstart erinnern lassen. Und das Ding, sagen wir uns mal, es kommt um 0.01 Uhr live. Kauft es, wenn ihr die Kohle gerade habt. Was Besseres kriegt ihr aktuell für diesen Preis nicht. Ich weiß auch nicht, wie die das schaffen. Selbst mit der UVP der Grafikkarte ist das noch günstiger. Keine Ahnung, wie das geht, aber scheinbar geht es. Und ich reg mich immer auf, wenn andere Systeme 200 Euro teurer sind fürs Zusammenbauen. Die sind sogar drunter. So, genug gelabert. Was soll ich noch sagen? Kauft euch dieses System, wenn ihr die Kohle gerade habt. Überhaupt kein Problem. Es gibt wohl noch einen X15, wurde mir gesagt. Der ist dann wohl mit AMD. Vielleicht mache ich darüber auch noch ein Video. Aber ihr seid mit dem hier auf jeden Fall gut beraten. Und der andere, der kostet natürlich 1200 Euro mehr. Da erkauft ihr euch aber Zukunftssicherheit. Ihr habt einen besseren Prozessor. Die Grafikkarte ist noch eine Generation höher. Also beziehungsweise eine Versionsnummer. Und ihr habt mehr Erweiterungsmöglichkeiten, was das Board und so angeht. Weil da wussten wir, welches Board und so weiter verbaut ist. Und mehr RGB-Spielerei habt ihr auch noch durch die Wasserkühlung und den RAM. Aber wenn ihr euch die 1200 Euro sparen wollt und ihr wollt ein gutes System, bitte, da ist er. Und damit könnt ihr auch streamen. Gar kein Problem, das macht der Prozessor und die Grafikkarte locker mit. Wenn ihr streamen wollt, das ist euer System. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, das ist mir immer sehr viel wert, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, ist mir auch sehr wichtig mittlerweile, weil ich weiß, je mehr Abos ich habe, desto eher habe ich die Möglichkeit, die Systeme auch wirklich mal zu bestellen und nach Hause zu kriegen. Und eine Sache möchte ich euch noch sagen, die YouTube-AGB haben sich geändert. Es ist so, ich schalte keine Werbung vor meinen Videos. Habe ich sowieso keine Möglichkeit zu, weil ich kein Partner bin. Ab 1000 Abos wäre ich eventuell Partner. Wenn ihr jetzt schon Werbung seht, dann liegt das an YouTube. Ich habe null Werbung in meinen Videos aktuell und wenn da Werbung kommt, liegt das an den geänderten YouTube-AGB, die besagen, auch bei Nicht-Partnern kann Werbung geschaltet werden. Also lyncht mich nicht und sagt, ey, der hat ja 3-mal Werbung in seinen Videos reingeknallt, sowas mache ich nicht. Das kommt rein von YouTube. Gut, dann wisst ihr da auch Bescheid. Besucht unseren Discord, wenn ihr noch ein paar Fragen zu dem System habt. Wenn ihr Links in die Kommentare postet, verschwinden die. Das habe ich mittlerweile rausgekriegt. Wenn YouTube irgendwas löscht, liegt es daran, weil ihr einen Link reingeknallt habt. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.